Hey Leute, was geht? Weiß gerade nicht, ob ihr das sehen könnt, aber morgen mal wieder drin ist echt ungewohnt. Langsam geht's wieder, merke ich das nicht mehr ganz so stark, aber am Anfang so ein Ziehen. Naja, oh ja! Also, was habe ich überhaupt heute vor? Gleich erstmal noch ein Gameplay aufnehmen. Dann war geplant eigentlich, ja, gucken, weiß ich noch nicht, ein bisschen rausgehen, ein paar Fotos machen. Ja, so Instagram Lifestyle, weißt du? Nein, einfach mal gucken, aber bis jetzt ist das Wetter auch noch nicht so dementsprechend. Irgendwie alles ein bisschen regnerisch. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir das vielleicht später noch schaffen. Machen wir nämlich erstmal das. Dann werde ich noch am Überlegen, ob es vielleicht nochmal zur Kartbahn geht heute. Eben eine Runde drehen. Ich weiß gar nicht, wir können mal kurz gucken. Vielleicht schaffe ich das jetzt. Ja, also das war gestern. So, falls ihr die Umfrage nicht gesehen habt, das war in dem World of Warcraft Gameplay. Bei einer Minute erscheint oben rechts eine Infokarte, wo ihr abstimmen könnt. Was für ein Gameplay dann fortgesetzt werden soll oder was ihr euch wünscht. Ich weiß, dass wir da noch ein Problem hatten, noch im letzten Gameplay. Und es wird jetzt in dem nächsten Gameplay, was online kommt, auch sein. Ich weiß gar nicht, wann kommt das Video. Das wird dann kommen, ja. Kommt das Gameplay erst nach diesem hier. Aber auch ein Problem, das gefällt mir noch nicht. Ich mache das jetzt so mit der Webcam. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das extern aufnehme, dass ich das. Naja, das ist natürlich Arbeit, nachträglich synchronisieren und. Oder ob das natürlich jetzt vielleicht sogar geht, wenn. Also, da hatte ich Softbox, da ist eine. Also, da habe ich schon länger, aber. Diesmal mit angeschmissen, ich gucke mir das gerade mal an. Qualitätsmäßig natürlich, ne? Ich weiß, dass die Webcam hier auch nur auf 720p aufnimmt. Aber im Großen und Ganzen aber macht einen Unterschied. Hätte ich vielleicht mal drauf achten können. Naja. Gut. Ich werde jetzt mal lieber meine Aufnahmen starten. Jo Leute, ja, wie man sehen kann, ich bin irgendwie nicht draußen. Das war eigentlich der Plan. Auch so Fotos draußen machen ist irgendwie gescheitert. Aufgrund des Wetters, ja, war ein bisschen regnerisch und hast du nicht gesehen. Und ja, dann saß ich auch noch ein bisschen hier und da vor. Das heißt, Kartfahren hat auch nicht so ganz funktioniert. Das werde ich mal gucken. Vielleicht hole ich das morgen nach. Dann muss ich mal nachschauen. Ich komme da noch mal zu, aber mal gucken. Ich bin jetzt haben wir Folgendes. Ich möchte einmal kurz noch mal über Meisterschule meine sprechen. Ja, wir haben aktuell ein paar Sachen, das nennt sich UVV-Schutzmaßnahmen, Schutz, wie auch immer. Also, ne, BG Bau, bla bla bla. Morgen noch ein Tag, dann ist. Kann eigentlich sagen, auch irgendwo zum Glück Ende damit, weil der Stoff einfach sowas von trocken ist. Man den Großteil irgendwie alle schon mal gehört hat und irgendwo schon mal gelernt hat, zum Beispiel in der Ausbildung oder zwischendurch hier und da nochmal wieder was kommt von, wenn man sowieso auf Baustelle ist, sage ich jetzt mal, sagen wir mal, wenn du da begehrst, dann haben wir ja hier und da. Man erkennt sich ganz schnell auch mal dann wieder. Gerade wenn er dann Fotos zeigt oder so, dann sieht man ganz schnell, ups, das könnte ich gewesen sein, der da den Scheiß aufgebaut hat. Gerüst, wie auch immer. Und dann gibt es da so viel Infomaterial zu, wie. Da hab ich selber noch nicht, gar nicht so reingeguckt. Das ist. Ja. DGUF, also genau, es nennt sich nicht mehr UVV, sondern DGUF, ich weiß gar nicht mehr, wofür die Kürzung jetzt genau steht. Auf jeden Fall speziell gerade für Dachzimmer und Holzbauarbeiten. Das sind da Kurzsachen auch, zwecks Flachdachgerüst, Leiterhaken, kurze Sachen, die man so
gerade in dem Bereich Absturzsicherung und sowas hat. Haben wir einfach nur eine normale BG-Bau-Info. Ach, ich sehe gerade Inhalte der BG-Bau, ihr Gewerk, BG-Bau, Prävention, Gefährdungsbeurteilung, Medien, Arbeitshilfen, Formulare, Vorschriften, Regeln, Planungsinformationen, all so eine Scheiße ist da mit drin. Würde ich sagen, braucht man nicht unbedingt, kann man sich zur Not online ziehen. Und dann hast du nochmal CD, Gefährdungsbeurteilung, Handlungshilfen. Da sind, glaube ich, auch in erster Linie Gefährdungsbeurteilungen drin und diese, wie nennt man es, Gefährdungsbeurteilungen und entsprechende Betriebsanweisungen, die man sich daraus ziehen kann. Die auch wichtig sind für Baustellen, BG leider immer noch mithaben will. Und dann haben wir noch etwas, das nennt sich Winges Gefahrstoffinformationssystem. Das Ganze habe ich schon auch auf dem Rechner drauf. Das ist im Endeffekt auch gerade, kannst Gefährdungsbeurteilung haben, also was muss eingehalten werden, zwecks, also was sollte Atemschutz, Handschuhe, Brille, wie auch immer, also was für Gefährdungen bestehen bei gewissen Stoffen. Da haben die mit entsprechenden Herstellern zusammengearbeitet, da kannst du dann entsprechend solche Geschichten nachgucken. Da gucken wir jetzt auch einfach mal rein. Jetzt sind wir in Winges drin, was ich vorhin mal vorgestellt hatte, was wir von der BG Bau bekommen haben. Beziehungsweise ich will ja wie auch mal. Zur Gefahrstoffbeurteilung Informationssystem ist das. Und zwar kannst du Gefahrstoffe, ich gebe da jetzt mal. Was gehen wir an? Voranstrich. Was haben wir denn? Schönes Rimmels will ich nicht. Spezialbitumen schnell. Dann nehmen wir doch einfach mal. Bauer. Und zwar kriegst du jetzt folgende Informationen, nämlich im Endeffekt kurze Gefahrenübersicht. Wir können ja mal runterscrollen, wo hier geilerweise natürlich irgendwie nichts passiert. So, warum kann ich das nicht so machen? So, geilerweise. Was haben wir? Schadensfall, Lagerung, Entsorgung, Erste Hilfe, persönliche Schutzmaßnahmen, bla bla bla, Gefahrstoffmessung, Ermittlung, Gesundheitsgefährdung, steht ein Scheiß drin. Dann haben wir hier noch zwei Angaben, ob es nämlich mit Handanstrich oder Spritzverfahren aufgetragen wird. Was macht hier in dem Fall natürlich keinen Unterschied. Dann müssten wir uns vielleicht gleich mal irgendwas anderes raussuchen. Auf jeden Fall unterscheidet er in den beiden Verfahren schon mal und gibt mir hier schon mal an, ich brauche Handschutz, Hautschutz oder mit folgende. Genau, ob die jeweiligen Punkte Gefährdung besonders zu berücksichtigen sind. Also sollten wir mal. Das heißt, Körperschutz. Als normale Arbeitskleidung, was anderes nimmt sowieso nicht. Augenschutz kann ich sagen, nie verwendet dafür. Warum denn auch? Also, jetzt mal ehrlich. Normalerweise spritzt du damit jetzt nicht so rum, dass es direkt in den Augen fliegt.